genauen Positionsangaben nicht verwirren. Ja, ich stand gerade neben Henning. Ich sehe den Namen. Wo hat sich Mike jetzt eigentlich schon wieder hin verirrt? Also diese verirrt? Oh Gott, ey, Mike, die kommt doch garantiert nie wieder hierhin zurück. Natürlich. Ich hab Diamanten, ihr müsst mich zurücklassen, das wisst ihr wohl, ne? Philipp, hier! Ja, daran hier. Hängt das nicht. Bitte stehen! Henning! Gib mir mal den Eimer, bitte. Ich soll mir einfach dann nur die Koordinaten sagen, dann finde ich das wohl. So orientierungslos bin ich auch schon wieder nicht. Ah, schön. Ja, dann. Jetzt kann ich nämlich hier unten ein bisschen gönnen. Ja, gönne richtig hart. Denn ich habe ja noch einen Wassereimer. Ja, ich bin gut vorbereitet. Ich nicht, ich habe keine Packen mehr, weil irgendein Spacko die von mir weggenommen hat. Henning. Also. Ich brauche wieder Wasser. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das Haus geplant hatte. Ach, was passiert. Ungünstig ist, Gedächtnis aber... ist hilfreich, ich weiß ja nicht. Oh lol, da ist ein Zombie. Gedächtnis. Oh lol, da ist ein Zombie. Ja. Das Lapis Lazuli, da komme ich aber so nicht ran. Das war doof. Das Lapis Lazuli, da komme ich nicht ran. Okay, das ist eine der unwichtigsten Sachen. Na, und es ist blau. Damit kann man Wolle färben. Genau. Kann man? Er hat Wolle gesagt. Ja, Janas, hast du mich dran angesprochen? Nee, ich meinte, ob man wirklich damit Bäume färben kann. Ja. Das weiß ich nicht, das müsste man mal probieren. Da Wolle. Ich keine Ahnung. Ja, Wolle kann man färben, ja. Wie könnte man Bäume? Ich hab grad neben meinen Namen, ich weiß zwar nicht welchen. Geil, Henning, ich hab einen Canyon gefunden. Geil. Einen unterirdischen Canyon. Das ist mega geil. Möchte ich mal ausprobieren. Oh, sehr schön, Janus. Henning, ich sehe deinen Namen. Komm hier hin. Ich wollte gerade Eisen ab und sowas alles. Bin noch in einem Laberdingens. Ich sorge, was mit dem ganzen Aushub passiert, den ich verursache. Mit dem, was? Nee, ich brauche keine Steine, hin? Das ist nur so ein bisschen eine Untergrund oder eine Ebene, die aus Steinen besteht. Oh, das ist doch krass. Ich baue also, irgendwas aus Stein, großen Betonklotz oder so. Ja, ich baue da schon was. Aber, baue irgendwas aus Stein, einem Betonklotz oder so. Analysieren wir das jetzt mal auf die Richtigkeit. Ein Atomkraftwerk, bitte. Ein Atomkraftwerk. Mit Explosion. Weiß einer eigentlich, hat einer Schnee gesehen? Ansonsten dürft ihr drei nämlich gleich mal loslatschen. Und Schneewälzen. Ey, wisst ihr, was ich gefunden habe? Wisst ihr, was ich gefunden habe? Diamanten. Wow. Eins, zwei, drei, vier. Mike, dann bist drei denn. What? Fünf Stück. Drei, zwei, eins. This is great. One, two, three. Ah, jetzt kann ich auch Mike einen Standort nachvollziehen. Hier sind überall irgendwie verlorene Steine von Creepern. Fuck yeah, das ist great! Lol, lass uns gelernt! Hey, Maiken! Maiken! Learning English, lesson 1, learning with Maiken! Hello, Maiken! Nein! Maiken! Wo kommst du her? Wo ich hier hingelangt? Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Dankeschön. Wir können jetzt eigentlich nur mal die Wann hast du wieder angekommen? Alter, ist das geil hier. Alter, Vater. Oder wo seid ihr jetzt wieder? Ich hab jetzt erstmal ein paar Truhen gebaut. Hey, guck mal, Redstone! Leute, wenn ich das Haus hier irgendwie... Und da hat Mike fast sogar wieder einen Abgang gemacht. Ja, ey, was brauchst du? Schwarzes Haus. Menge. Aus der Schule, Leute. Oh, krasser Schatz. Sag nicht, du hast jetzt auch Diamanten gefunden. Das wird mich jetzt deprimieren. Ansonsten wird das hier nichts mit... Wo ist eure Schluchten jetzt? Phil? Aber natürlich habe ich Holz. Kannst du mir mal ein bisschen was geben? Hast du auch rein zufällig ein Crafting Table dabei? Dann mache ich mir nämlich mal eben eine Diamantspitzhacke und tue hier schon mal sowas. Boah, natürlich. Da meint sie aber wieder. Diamantenspitzhacke, boah. Sollen die wirklich Mike geben? Alter Schwede, du der Alter, also, ich hab die Diamanten gefunden, jetzt habe ich da auch wohl ein Anrecht drauf. Ist hier irgendwas Skelett? Nein, definitiv nicht. Das ist ein Skelett, das schießt auf mich und ich irgendwie uncool. Alter, das finde ich wirklich total uncool gerade. So, dafür musst du sterben. Scheiße. Okay, alles gut. Simon, warum stöhnst du denn so? Hast du auch das Gefühl, dass das hier irgendwie zu einem... Ich weiß nicht, was verkommt? Ey, deprimiert das irgendwie gerade, dass Mike die Diamanten gefunden hat.
Und wo seid ihr eigentlich? Im Canyon. Ah, ich hab gerade gefunden. Mega geil. Wow. Viel wie komm ich Lava. Jetzt? Extrem viel Lava. Ja. Aber dann machen wir die mal weg. Du hast ja einen Wassereimer. Ja, deswegen würde ich mir auch gerade ein bisschen. Das wird lustig. Hey! Da habe ich schon geguckt, da ist nix. Okay, haben wir nice. Fisch. Ich möchte, dass da oben das Wasserding weg ist, dann könnte ich dann nämlich. Fisch. Aber egal. Möchten wir nicht alle irgendetwas? Maiken, warum machen wir es nicht einfach so? Ich gebe dir nicht die Diamantschüssel. Simon, ich finde, wenn die sich unterhalten, unterhalten wir uns beide auch nochmal so ein bisschen. Was sagst du zum Thema Religion? Ja, hammer geil, danke schön. Moment, ich nein, Janis. Hammer. Ich auch führen, da das ansonsten in so wüsten Beschimpfungen ausarten wird, dass YouTube dieses Video sperrt. Das ist natürlich prinzipiell ungünstig. Zombie. Ja, weiß ich. Ah. Ja. Warte, stopp, ich muss mal eben wegtun, ich brauche. Das brauche ich nicht. Oh, lol. Lol. Skelett. Aua. Hier ist Lava. Verreck. Nein, oh, fuck. Ist sogar Tageslicht, oder meine Shader-Spiel verrückt. Boah, Mike, ein miese Kombo von uns, ey. Ja, das kommt so. Auch, das kommt aber uns zuvor, Henning. Also, ich meine, auch. Wenn dann bisher was ganz gut funktioniert, ohne welche Höhlenbugs. Muss ich mal schauen. Nein! Diamanten! Wollt ihr mich verarschen? Ja, Philipp. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, deine Mutter. Hey. Ja? Wir haben gesagt, wir lassen Privatpersonen aus dem Spiel. Lol, das Lava drunter. Ich hab ne Spinne gefunden, darf ich die mit nach Hause nehmen? Nein. Ja! Ja! Ich kann das nicht. Ja! Ja! Simon, du kannst so geil Ottos Lache nachmachen, mach mal. Nein, das war nicht so. Doch, jetzt hast du was gesagt, jetzt musst du es auch machen. Das ist so, jetzt musst du es wirklich machen. Wann hab ich das gesagt? Erklärt mir das nochmal. Nein, mach genau einfach. Datum los, nach. Einfach sagen. Los, fang hop, an. Hop. 30 Liegestütz. Hör auf, den Typ hab ich Leute schon lange genug angehört. Geht schon los. Hey Simon, machst du jetzt die Otto? Los, komm. Du schwimmst wie Stein. Ich kann das nicht. Wann habt ihr wo habt ihr das her, dass ich das können könnte? Könnte. Verdammt. Null. Das war knapp. Rat, du Stein, Schalosch. Bist du jetzt Mortadella oder was? Mortadella? Warum ist der Leerdamm eigentlich immer leer? Oh mein Gott! Da ist ein Zombie-Spawner oder was? Weil Diamanten, Bitches! Yeah. Alter, willst du mich verarschen? Ja. Henning? Ja. Eins, zwei, drei, du musst dich entscheiden. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden. Ich hab mich immer falsch entschieden. Ich möchte anmerken, dieses Mal war ich als erstes im TS. Ah ja, das war. Nein, ich war schon eher drin. Ah, ich nein, war gestern schon. Nein. Ich war eher drin, aber im anderen Channel, also. Tja. Nein! Dem ist nichts hinzuzufügen. Zombie! Mein Tutor ist ein Zombie. Oh, ich finde, wir sollten den Nachbarn mal irgendwie hier, entschädigen? Gold. Ja. Immerhin. Ich meine, wir dringen natürlich auch den natürlichen Lebensraum der Creeper und der Spinne ein und ich denke, dass wir uns dafür revanchieren sollten. Mit Schlägen. Ja, oder mit so kleinen Präsentkörben, mit Schoko-Osterhasen und... Und Bomben. Und Weihnachtsmännern von vor 3 Jahren und... Weißt du, wie viel das kostet? Soll ich dir mal was sagen? 7,90 Franken. 3 Geld. Warum habe ich 3 Kinder und 1 Geld? hätte lieber keine Kinder und 3 Geld. Und ihr sagt, ich bin, und ihr sagt, ich klau. Ach, Quatsch. Hey, das ist der Simpsons, Alter, warum komme ich jetzt nicht hoch? Es ist schwer. No, ich hab mal ein bisschen das Lager geordnet. Gut. Ist doch schon.